Die Kategorie Sport wird Ihnen präsentiert von Active City und dem Hamburger Senat. Der Sport hat stark unter den Maßnahmen der Corona-Pandemie gelitten. Finanzielle Schwierigkeiten durch Spiele vor geringer Stadien- oder Hallenauslastung bis hin zu Geisterspielen. Und dennoch war das Sportjahr 2021 trotz der widrigen Umstände für einen Club eines mit einem Happy End. Die Rede ist vom Handballsportverein Hamburg. Der Handballsport in Hamburg hat nicht nur jede Menge Tradition, sondern kann auch auf eine Geschichte mit vielen Auf und Abs zurückblicken. 2013, der HSV! Ich glaube, der THW Kiel und der HSV oder wir waren ja das Maß aller Dinge zu dieser Zeit. Hier ist der Deutsche Meister 2011, hier ist der HSV! Diese Deutsche Meisterschaft war natürlich was Besonderes. Aber auch andere Pokalsieg, Europapokalsiege waren natürlich auch was ganz Einzigartiges. Um große Titel zu gewinnen, braucht man immer auch einen gewissen Lauf und eine gewisse Selbstverständlichkeit, und die hatten wir in der Zeit. HSV Hamburg! Die finanziellen Mittel der Spielbetriebsgesellschaft reichen nach bisherigem Kenntnisstand nicht aus, um einen Spielbetrieb nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens bis zum Ende der Saison sicherzustellen. Der HSV Hamburg im Dezember 2015 offiziell insolvent. Eine der erfolgreichsten Handballmannschaften Deutschlands, nur noch ein Scherbenhaufen. War hart. Also wir haben bis Anfang Januar ja auch als Spieler mitgearbeitet und versucht, Lösungen zu finden, wie man weitermachen kann. Und als dann wirklich der Anruf kam und es hieß, nee, es ist wirklich, der letzte Strohhalm ist weg, es geht nicht weiter. Da war erstmal eine große Leere und eine große Enttäuschung da. Bereits einen Monat später folgt der Lizenzentzug das endgültige Aus. Das hat einen schon so den Boden unter den Füßen weggezogen. Wenn man da seine Kollegen und mittlerweile dann auch Freunde alle so mit so einem Gesicht sieht, wo doch die eine oder andere Träne auch da drin ist, war das schon ein sehr emotionaler Moment. Noch im selben Jahr folgt der Neustart in der vierten Liga, dort, wo die zweite Mannschaft aktiv ist. Statt THW Kiel oder Flensburg-Handewitt heißen die Gegner nun MTV Herzhorn oder TSV Ellerbeek. Es ging erstmal darum, die Jugend am Leben zu erhalten, den e.V. am Leben zu erhalten und die zweite Mannschaft, die damals in der vierten Liga gespielt hat. Wir haben gut daran getan, das wie ein Start-up zu sehen und auch die Kompetenzen zusammengepackt im sportlichen Bereich und im wirtschaftlichen Bereich. Ich glaube, das ist bis heute unser Vorteil. Bereits im Frühjahr 2016 wird der erste sportliche Grundstein gelegt, der Aufstieg in die dritte Liga. Der Neuaufbau wird auch hinter den Kulissen vollzogen. Neuer Präsident, neuer Name, neues Logo, aber auch viele alte bekannte Gesichter. Eines von ihnen ist Thorsten Jansen. Der ehemalige Linksaußen wird im März 2017 neuer Cheftrainer. Mit Jansen gelingt bereits im Folgejahr der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ist der perfekte Trainer für diese Mannschaft. Er macht das überragend. Sie verstehen sich sehr gut. Sie haben eine gemeinsame Zielrichtung. Junge Spieler wie Leif Tessier oder Finn Wullenweber stehen sinnbildlich für den neuen, nachhaltigen Weg des HSVH. Made in Hamburg statt Millionen für neue Stars wie früher. Bedingt durch die Insolvenz haben die Jungs jetzt die Chance bekommen, mit diesem Verein zu wachsen. Und das war eine ganz, ganz tolle Chance, die sie dann jetzt auch genutzt haben. 22. Juni, Barclays Arena. Der HSV Handball geht den letzten Schritt und steigt in die Handball-Bundesliga auf. Natürlich wollten wir da eine Entwicklung vorantreiben, aber dass das so laufen würde. Ich hatte wirklich einfach echt richtig Gänsehaut in dem Moment. Das waren wie so Schauer, die über den Rücken gelaufen sind. Nach nur 5 Jahren von der vierten Liga zurück in die HBL. Ich wache in den letzten Monaten häufig auf und denke, ich muss mich zwicken. Das ist ein super Weg, den ich auch sehr gerne immer wieder gehen würde. Es ist wichtig für die Bundesliga, eine Stadt wie Hamburg wieder
auf der Karte zu haben. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Hamburger des Jahres, zum Aufstieg. Sie sind Mann der ersten Stunde. Wir haben Sie gerade gesehen im Einspieler. Herr Evermann, Präsident seit April 2016. Als Sie in den, das war ja ein Trümmerfeld, als Sie da hingekommen sind, was war so, was macht man da, wenn man bei Null anfängt? Ja, im Prinzip haben wir erstmal einen Status quo ermittelt und geguckt, was ist überhaupt im Moment die Situation. Macht es Sinn, so ein Projekt neu aufzusetzen in Hamburg? Ist das Produkt richtig? Und ja, also neben der Analyse kommt natürlich dann ganz klar die Idee und die Umsetzung. Was waren denn die ersten Ideen, was waren die ersten Dinge, die Sie umgesetzt haben? Ja, im Prinzip musste erstmal festgestellt werden, wie sieht die Situation, finanzielle Situation erstmal aus, welche sportlichen Perspektiven sind da. Das erste war, dass wir gesagt haben, wir wollen erstmal die Jugend, den Jugendbereich stabilisieren, da wieder aufsetzen und ja, wir haben es dann als Startup gesehen, einen Businessplan gemacht und wirklich Step by Step die nächsten Schritte eingeleitet. Mhm. Lukas Ossenkopf, Sie waren die erste Neuverpflichtung zur dritten Ligasaison. Wie hat das auf Sie gewirkt, als Sie damals da eingestiegen sind? Ja, der Reiz war von Anfang an da. Ich kann mich noch ziemlich genau an die ersten Gespräche erinnern. Und ja, auch als früherer Fan war das natürlich eine ganz besondere Sache. Und es war klar, dass ich für den Einstieg beim HSVH erstmal den Rückschritt in die dritte Liga, damals aus der zweiten Liga, machen müsste. Aber ich war sofort Feuer und Flamme, weil ich auch irgendwie ja, diese Vision erkannt habe. Und dass das jetzt alles so passiert ist, ist irgendwie natürlich eine schöne Bestätigung. Die Heimspiele, die fanden in der Sporthalle Hamburg statt. Das sogenannte Weihnachtsspiel in der Barclaycard Arena. Da hatten Sie 9.000 Zuschauer bei so einem Drittligaspiel. Hatten Sie sowas erwartet? Ja, das kann man nicht erwartet haben. Also als dann so die Zahl von Woche zu Woche gestiegen ist, da hat man schon gemerkt, dass da die Gänsehaut deutlich angestiegen ist, weil ich glaube, jeder von uns hat damals geträumt, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Das haben die wenigsten damals schon gemacht. Und ja, das ist auch im Rückblick betrachtet immer noch ein sehr, sehr besonderer Moment. Wir haben es eben auch im Einspieler gesehen. Thorsten Janssen ist eine Vereinslegende. Er ist Trainer. Was zeichnet ihn aus? Ja, ich glaube, gerade seine Ruhe und seine Akribie. Also Toto lässt sich wirklich durch nichts aus der Ruhe bringen. Klar, er kann auch mal durchgreifen, wenn das der Fall sein sollte. Aber er arbeitet sehr, sehr ruhig und gelassen mit uns. Gibt ja allen Spielern, gerade auch den jungen Spielern, aber auch den älteren Spielern, viel Vertrauen und arbeitet immer konstruktiv mit uns daran, dass wir uns verbessern. Und so haben wir es ja Jahr für Jahr geschafft mit, ja, die Schritte nach vorne zu gehen, sportlich, ohne dass sich dabei das Gesicht der Mannschaft total verändern musste, sondern es sind viele Spieler einfach mitgewachsen und das ist natürlich zum großen Teil auch Todos Verdienst. Herr Evermann, wenn man Handball sich in Hamburg angeguckt, das haben wir gerade eindrucksvoll in dem Film gesehen, das war ganz oben, ganz unten. Welchen Stellenwert hat denn Handball Ihrer Meinung nach in Hamburg? Ich glaube, das Produkt, und das war auch eins der ersten Überlegungen unsererseits, das Produkt Leistungshandball ist absolut richtig in Hamburg. Der HSV Handball hat es jahrelang gezeigt und bewiesen, was man in dieser Stadt auslösen kann, wenn man Titel gewinnt, wenn man die Begeisterung richtig trifft. Und ich glaube, Hamburg ist einfach eine Sportstadt, ist eine Active City und nach Hamburg gehört Profisport in jeglicher Form. Und natürlich auch Handball, wie auch andere Sportarten. Jetzt ist das, was Sie angestoßen haben damals, ja ziemlich schnell und rasant zum Erfolg auch gekommen. Sie sind jetzt wieder in der Bundesliga. Birgt das nicht auch eine Gefahr des Abhebens? Oder müssen Sie dagegen wirken? Oder sagen Sie, die sind alle so geerdet, das funktioniert? Ja, ich glaube, wir haben schon eine ganz, ganz tolle Mischung von Menschen, die ganz genau wissen, woher wir kommen und in welchen Abschnitten wir den Weg gegangen sind. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung natürlich von außen immer eher das Problem ist als
dass unsere Leute von innen da größenwahnsinnig werden. Wir geben das natürlich auch vor, dass wir das sehr gerne sehen, dass man am Boden bleibt. Wir versuchen das nach außen auch immer weiter zu zeigen und müssen aber sagen, wir haben eine ganz tolle Mannschaft, wir haben ein ganz tolles Team, eine wahnsinnig tolle Geschäftsstelle, die alle fokussiert ihren Job machen, ohne durchzudrehen und ganz genau wissen, dass wir noch einen ganz langen Weg vor uns haben. Was meinen Sie mit der Erwartungshaltung von außen, die so hoch ist? Woran machen Sie das fest? Naja, man merkt ja, wie hoch die Medienaufmerksamkeit ist. Und wir haben, oder die Jungs haben natürlich auch jetzt gleich einen fulminanten Start hingelegt in der ersten Bundesliga, der überhaupt nicht zu erwarten war. Natürlich sind die Leute begeistert und die Aufmerksamkeit ist groß. Ja, aber wir sind ein Aufsteiger in der ersten Saison, in der ersten Liga und das Saisonziel war immer formuliert, dass wir gerne in der Liga bleiben würden wollen, aber ansonsten, ich glaube, nichts anderes ist großartig realistisch. Wir sollten Stück für Stück unseren Job weiter gut machen und das richtig einschätzen. Können Sie sagen, was das Erfolgsrezept ist, was Sie glauben, weil Sie haben ja auch schon woanders gespielt, also was macht diese Mannschaft besonders aus? Natürlich, dass diese Mannschaft auch einfach schon lange zusammenspielt, dass die Mannschaft gewachsen ist, dass sich jeder auf den anderen verlassen kann, nicht nur außerhalb des Feldes, sondern auch auf dem Feld weiß jeder auch einfach schon durch die Erfahrung, was der Nebenmann macht. Und ja, was wichtig ist auch, dass die Mannschaft einfach eine super Arbeitseinstellung hat. Jeder ist die ganze Zeit motiviert gewesen, den nächsten Schritt zu machen, weil es hat von uns noch keiner großartig was erreicht gehabt und jeder ist einfach super motiviert darauf, den nächsten Schritt zu machen. Und ja, das haben wir uns die ganzen Jahre über beibehalten, sind auch nicht zufrieden gewesen, als wir den ersten Aufstieg geschafft haben und auch jetzt nicht, dass wir den Aufstieg geschafft haben, sondern ja, wir wollen halt immer weitermachen und ja, so haben das auch die Neuzugänge leicht, die bei uns reinkommen, weil die sofort merken, ja, da weht der Wind und ja, einfach auch alle uns dann nochmal extrem bereichert haben, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Ich danke, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Hamburger des Jahres in der Kategorie Sport. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.